Der seit fast 3 Wochen vermisste Kreml-Gegner Alexei Nawalny ist wieder aufgetaucht. Der inhaftierte russische Oppositionsführer wurde in der Strafkolonie Nummer 3, Polarwolf, im Dorf Charb im autonomen Bezirk der Jamal-Nensen gefunden. Das teilte Nawalnys Pressesprecherin Kira Jarmisch mit. Es gehe ihm gut, sein Anwalt habe ihn am Montag besucht, so Jarmisch. Es ist das Ergebnis einer langen, akribischen Suche. Nawalnys Mitarbeitende stellten mehr als 600 Anträge und durchsuchten jedes Untersuchungsgefängnis, teilweise mehrfach, um ihn zu finden.